Kennen Sie den Pawlowschen Reflex, dem, wo dem Hund das Wasser im Maul zusammenläuft, kaum dass das Futterglöckchen erklingt? Das Glöckchen für den wahren Autokenner ist dieser Schlüssel und die passende Modellbezeichnung dazu Porsche 911 Turbo. Der Turbo ist die Krönung der 911er Baureihe und gilt als der deutsche Supersportwagen schlechthin auf Augenhöhe mit allen Ferraris dieser Welt. 1974 kam der erste Turbo raus, damals mit 260 PS. Mit der jüngsten Modellüberarbeitung hat das Modell nochmal richtig zugelegt. 500 PS holt Porsche jetzt hier aus diesem 3,8 Liter großen Boxermotor raus. Inzwischen hat der Wagen auch Benzin-Direkteinspritzung und das Porsche Doppelkupplungsgetriebe. Allen Konkurrenten wie Mercedes SLS, Ferrari 458, Audi R8 oder Lamborghini Gallardo voraus hat der Porsche 911 Turbo immerhin zwei Sitzplätze hinten. Die taugen zwar nicht für Erwachsene, aber fürs größere Gepäck. Aber so ein Porsche 911 Turbo ist ja kein super Familienwagen, sondern ein super Sportwagen. Und das soll in erster Linie mal eins Spaß machen. So, wenn ich jetzt hier auf der kurvenreichen Landstraße mal die 500 PS loslasse, bergauf, enge Kurven, Wahnsinn, habt eine tolle Traktion mit dem Allradantrieb, bringt die Leistung richtig auf den Boden, beschleunigt hier auch noch auf den kurzen Geraden ganz enorm, tolle Kurvenlage, also das sieht schon mal nicht schlecht aus, aber das Geläuf hier, das ist fast ein bisschen zu verwinkelt für den Wagen, der ja immerhin 1,7 Tonnen wiegt. Ich würde sagen, so richtig freien Auslauf sollte der auf der Autobahn bekommen. So, jenseits des Tempolimits Vollgas. Das bedeutet, tief durchdrücken, der Turbolader holt kurz Luft und dann geht's los. Und? Die Autobahn hier ist sehr wellig, scharfe Kurven, deutlich mehr als Tempo 200. Ganz erstaunlich, wie der Porsche hier liegt. Ein bisschen unruhig scheinbar, aber der folgt nur ganz exakt der Fahrbahn. Da schlägt mir fast ein bisschen die Lenkung in die Händen. Also, das ist ein echter Sportwagen. Es gibt sehr viele günstigere Autos als den Porsche 911 Turbo, der in dieser Konfiguration mindestens 152.000 Euro kostet. Und es gibt eine ganze Reihe von großen Limousinen, mit denen man sehr viel entspannter und auch sehr viel sparsamer unterwegs ist mit ähnlichem Reisetempo als mit den 14,4 Litern Verbrauch von dem Porsche. Aber es gibt keinen Supersportwagen, der auf jedem Kilometer so viel Fahrspaß bietet wie der Porsche und dabei so alltagstauglich ist.